Und da bin ich auch schon wieder. Ja, es wird wieder Zeit für ein kleines Rennen von Freaky Awesome. Ich müsste nur das Bild hier auf dem Schirm haben, genau. Und ihr natürlich auch. Wunderbar. Gut, wir pressen die Energy-Taste. Ist es ein klein wenig laut? Ne, ich denke nicht. Unsere Skills sehen folgendermaßen aus. Wir haben kein Muttergen. Und der nächste Platz zum Freischalten kostet 27 Muttergen. Wir könnten auch ein paar Fähigkeiten, irgendwas holen. Haben es zumindest ausgerüstet. Heißblütig. Während wir Schaden nehmen, wird 50% des Schadens auf das Muttergen abgewälzt. Und dann noch das hier. Wir nehmen 30% weniger Muttergen auf pro Pfütze, pro grüne Pfütze, durch die wir hindurch warten. Was gut ist, denn das Muttergen heilt uns nämlich auch. Und weniger Muttergen aufnehmen, desto weniger mutieren wir, und das ist eigentlich gut. Und ich bin jetzt gar nicht sicher, ob sich die beiden gegenseitig beißen. Das könnte sein. Denn wir heilen uns hier durch das Muttergen. Wenn wir jetzt 30% weniger aufnehmen, haben wir danach 30% weniger Heilung durch das Muttergen? Ich weiß es nicht. Nun. Egal. Was war das? Gut, gut. Wir sind die lustige kleine Sumsibine. Mit dem Stachel, der vorteilshalber über das ganze Bild schießen kann. Und die Sache mit den Handgranaten. Taste RF. Nein, F ist das. Ja. Die Handgranaten schießen in irgendeine Richtung, ich weiß es immer noch nicht. Geh weg. Au. Vielleicht bin ich ein klein wenig aus der Übung. Hier bräuchten wir einen Schlüssel. Ich glaube, wir werden genauso geheilt wie immer. Also denke ich nicht, dass das uns zum Nachteil kommt. Ja, die Steuerung mit der Maus geht halt schon tausendmal einfacher als mit dem Controller. Logisch. Geht ihr vielleicht weg? Danke. Ein kleiner Heilung aufgenommen und das Dynamit mit. Genau. Nichts drin? Nun gut. Au, scheiße. Wir wollen nur so viele Muttergen wie unbedingt nötig aufnehmen, denn wenn die grüne Leiste voll ist, mutieren wir erneut. Wir haben zwar
einige lustige Mutationen freigeschaltet. Oh, die habe ich gar nicht eingestellt am Anfang. Mist. Die hier können wir leider nicht ohne Sprengstoff zerstören. Findet sich ja vielleicht noch was. Das hier zum Beispiel. Da oben. Wenn ich die Wahl habe zwischen meinem Block da hinten und diesen beiden Blöcken hier, wähle ich natürlich beide, weil die Chance doppelt so groß ist, dass wegen einer Kleinigkeit drin versteckt ist. Und hier geht es bereits weiter ins nächste Level. Die nächste Ebene. Will ich natürlich noch nicht auf... Nicht ohne hier alles mitgenommen zu haben. Und voilà, war hier in dem Dynamitzer und nicht im Betonblock, aber immerhin ein Schlüssel versteckt. Mist. Wir haben nun deren zwei. Ah, fuck, ich sollte aufhören, die ganze Zeit Mutagen zu fressen. Was habe ich gesagt? Können die Stacheln uns als Biene überhaupt etwas anhaben? Yep. Aber wie man gesehen hat, ein Teil des Schadens immerhin ging auf das Muttergen. So, und ich nehme das doch noch mit, denn naja, wir können uns durch das Muttergen immerhin kleinere Upgrades kaufen. Ich nehme das einfach mal mit. Schade ist vielleicht gar nicht. Wir haben einen Schlüssel und eine Münze verpasst. Die waren bestimmt in den Betonklötzen. So, und ich möchte gerne die Sumsebiene verbessern mit dem Piercing-Sting, welcher dann durch Feinde durchschießen kann. Und somit unendlich viele Feinde in einer geraden Linie oder auf demselben Fleck gleichzeitig beschädigt. Wie man gerade gesehen hat. Ich würde gerne das Intro nochmal sehen. Ich muss mal dann gucken, ob das irgendwie möglich ist. Und diese Tür können wir nur durchschreiten, indem wir uns verletzen. Und Blutopfer quasi da bringen. Es gibt uns später auch noch einen Skill, mit dem man auf mehr oder weniger herkömmliche Art und Weise diese Blöcke ebenfalls zerstören kann. Mal gucken, wann ich den nehme und ob ich ihn mitnehme. Lohnt sich vermutlich schon irgendwie. Oh. Das hier, wenn mich nicht alles täuscht, ist dazu da, das Muttergen gegen die Lebensleiste einzutauschen. Vielleicht werden wir gleich Gelegenheit haben, das testen zu müssen. Oh, hier unten ist der Boss, angenehm. Vielleicht gar nicht so schlecht als Biene. Soll ich schon wagen? Soll ich schon versuchen?
Ja, die Sumsebiene hat zumindest schon ein kleines Upgrade, also vielleicht Ah ja, gegen dich sowieso. Du bist harmlos. Gerade mit dem Piercing Stick kein Problem. Einmal und zweimal und da. Ja, wunderbar. Du bist es nur noch ein Kopf. Wir könnten bereits weiter. Will ich aber noch nicht. Allerdings das Mutagen vielleicht doch noch mitnehmen, auf die Gefahr hin, dass wir mutieren. Ist jetzt, nachdem wir den Boss besiegt haben, gar nicht mehr so schlimm. Kettenreaktion. Au. Die Maden sind übrigens ekelhaft. Ich sagte, die Maden sind übrigens ekelhaft. Genau. Oh. Na komm, nimm alles mit. Und wir sind diese garstige Kreatur. Ich habe dir sogar mal einen Namen gegeben, aber den darf ich nicht wiederholen, das wäre unfreundlich. Eine Münze, das Dynamit können wir... Mach doch alles zugleich! Eine kleine Kettensäge, ein weiteres Mutagen. Das Dynamit benutze ich hier. Und nehme das hier wieder auf. Ein Shop. Ja, wenn wir jetzt noch eine Münze hätten, könnten wir uns bereits ein weiteres Mutagen kaufen. Oh, geil. Habe ich gesagt Mutagen? Ich meinte natürlich DNA. Dings da. Das hier. Mit F? Nein, F ist abbrechen. V. Yep. Ja, wir haben bereits, geh weg, bereits zwei DNA erbeutet in diesem Run. Eins vom Boss und eins jetzt. Oh, I. Die können zum Glück nur seitwärts scheißen, dann macht das sonst nicht so viel aus. Eine grüne Spritze. Instant Mutagen, wie es aussieht. Oder Instant Mutation sogar. Wenn ich jetzt die Lebenspunkte austausche, also dass ich diesen blauen Topf hier benutze. Yep. Volles Muttergehen. War das dumm? Ja, Daydream, das war ziemlich unklug. Nichtsdestotrotz. Wie geil der Soundtrack einfach ist. Eine Handgranate. Wenn ich jetzt hier nach
oben ziele. Ja, nein. Wie fliegt er? Ich weiß es nicht, wie sie fliegt. Hey, das hat uns getroffen. Voll fies. Schlüssel. Das war hier die Truhe, genau. Ja. Tschüss, Kopf. Eine Münze verpasst. Geht noch. So, und will ich diese Kreatur upgraden? Die hat einen. Der Wurm, den sie legen kann, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ist halt schon ein ziemlich cooles Gimmick, aber. Wie kann ich zurück? F. Ja, wir haben das verdammte Chicken dabei, stimmt's? Blöd. Dann wird es zwischen den beiden hier laufen. Giftstachel habe ich bisher keinen großen Unterschied gemerkt. Wir können Kamikaze-Ding machen. Ich benutze die zweite Fähigkeit so selten. Mehr Schaden durch den Stachel. Ja, komm. Und wir finden uns bereits im Geheimlabor. Haben bereits eine kleine Heilung, eine Minze. Das hier ist übrigens diese Fähigkeit. Wir können einen kleinen Wurm legen, ähnlich die Made, der dann als Tank fungiert und meistens sogar recht effektiv. Muss ich einfach machen, sobald ich einen Raum betrete. Ja, und diese Viecher sind eklig, denn die machen Schaden auf Distanz und wir haben im Moment keine allzu große Distanz. Nichtsdestotrotz. Moment, wenn ich hier. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Tot. Verdammt! Wie gesagt, ich vergesse es einfach viel zu gerne mit diesen. Ja, genau, du Idiot! Oh oh. Man kann den Schüssen auch ausweichen mit ein wenig Timing. Ich bin recht angetickt, sehe ich gerade. Es wird sowieso langsam mal wieder Zeit für eine gepflegte Mutation. Und wenn ihr das hier richtig timen. Ja, besser als nichts. Wir haben ja gar keinen Schaden genommen. Au. Glasscherben. Ich vergaß. Hey. Hey! Hey! Und einen TNT-Zünder, mit dem wir
sämtliche Objekte, auch Betonblöcke und so, im Raum in die Luft jagen können. Ich demonstriere das kurz, hat nichts gebracht. Perfekte Sumsebiene. Wenn ich jetzt die beiden zuerst zerstöre und dann mit dem hier auf den Block ziele. Weiß nicht, mal nehmen die Art viel Schaden durch so eine Explosion und dann wieder so gut wie gar nicht. Habe ich ein Ei gelegt? Ja, jetzt. Au, der hat mich voll erwischt. Noch ein Schlüssel. Bitte schön und... Ja. Dynamit. Bitte sehr. Tatsächlich eine Münze. Ja, das Vieh ist zwar sofort tot, schenkt uns aber doch eine wertvolle Sekunde. Wie der Kopf einfach durch die Scheibe durch. Hey. So, das wäre das. Schlüssel haben wir so viele. So, ich versuche jetzt mal diese Gasflaschen noch bei mir zu behalten. Au. Ja, jetzt hat die Explosion ihn wieder sofort getötet. So, hier wäre bereits der nächste Abstieg. Alle zwei Level oder so kommt der Boss, oder ein Boss. Es wäre gleich wieder eine Mutation fällig. Komm, her damit. Sumsebiene, unbedingt die Sumsebiene. Bloß nicht das blöde Chicken. Hey.
Ah, das war nicht so schlau, Daydream. Nichtsdestotrotz. Ja, ich nehme den Mist halt noch mit. Ist vielleicht ausschlaggebend für das nächste Upgrade. Wir haben alle Items mitgenommen. Cool. Und das nächste Upgrade geht wie versprochen an dich hier mit... ja, einem längeren Schwanz. Der Vorteil am Controller ist, wenn meine Hand hier so auf der Lehne aufliegt, kann es sein, also wenn der Arm aufliegt, kann es sein, dass mir die Hand einschlägt. Was der auch gerne tut, weil ich alt bin. So, okay. Eine hübsche kleine Mine. Und gehe ich überhaupt so nah ran? Was genau zu vermeiden gewesen wäre. Wegen der in Gang gesetzten Kettenreaktion. Aber wir machen ja mittlerweile genug Schaden mit dem Stachel. So, nehmen ein bisschen was von dem Scheiß mit. Nicht zu viel. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ey, ey, gehst du weg? Verdammt! Das war unvorsichtig. Und nochmal so ein Teil. Muss man die Mine irgendwo an einem strategisch guten Ort hinlegen. Der Shop. Mit 3 weiteren Münzen könnten wir uns noch ein Buttergehen leisten. Was ich vielleicht sogar tun werde. Hä? Was ist denn unten los? Oh oh. Klar nicht. Übrigens, als Wiener machen uns Glasscherben überhaupt nichts aus. Logisch, da wir ja fliegen. Noch 2 Münzen. Au. Klatsch natürlich auch voll rein. Und habe immer das vermaledeite Dynamit noch nicht eingesetzt. Ja, doch, Dynamit. Noch eine Münze, geil. Au. Diese kleinen Gimmicks, die uns hier folgen, verursachen übrigens ein wenig Schaden. Die Kettensäge sägt ein bisschen Ketten und die Slingshot, die schottet ein bisschen Slings. Ja, sieht man hier ein bisschen, aber sie macht einfach irgendwas, ich weiß es nicht genau. Ein wenig Leben. Schlüssel. Eine Münze fehlt uns nur noch.
Wäre doch gelacht, wenn die nicht irgendwo zu holen wäre. Ups. Okay. Fällt immer noch eine Münze. Ey, geh weg. Und hier ist ja auch schon die Münze, zwei Münzen. So, bevor ich irgendwas anderes tue. Da oben. Hallöchen Shop, und ich habe schon Angst davor, wenn die DNA plötzlich teurer werden sollte. Moment, das war mit E? Nein, mit V. Yep. Wir können uns manchmal auch so ein Embryo kaufen, das hatte ich noch nie. Ich glaube, das bewirkt eine Wiedergeburt nach dem Tod. Ich hasse, wenn sie in den Nahkampf gehen. Oh, 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 ein Boss. Gut, waren die noch im Shop. Ich mache mir mal die Leben voll. Und bete zu allen Göttern, dass es nicht die Spinne ist. Alles andere wäre mir egal. Es ist die Spinne. Hi, Spinne. Au. Ah, eklige. Ich hasse es vor allem, wenn sie mit diesem ekligen Netz kommt. Und gegen die Stacheln, gegen ihre Klauen muss man halt irgendwie einen Rhythmus drin haben. Den hat man manchmal oder manchmal eben nicht. Aber hat wunderbar funktioniert. Ah, schön. Unser viertes Mutagen in diesem Run. Cool. Sau geil. Okay. DNA, nicht Mutagen. Gehst du vielleicht mal tot? Hey, wer, aha, das ist meine verdammte Schleuder, die das macht. Oder die Säge, irgendwas von beidem. Gehst weg! Psst. Tja, die hätte ich jetzt brauchen können, die beiden Gasflaschen. Aber soll ich die Mine holen? Wo lag die nochmal? Wo lag die? Ja, sonst ist auch egal.
Oh. Die killen mich gerade. Hau ab, hey! Das war ein kurzer Korridor. So, jetzt langsam ist eine volle Lebensleiste echt wichtig, denn es geht nun hinunter in... Oh, wir haben alle Items mitgenommen. Können wir hier... Schaden gegen Nahkampfattacken, Resistenz gegen Nahkampfattacken können wir hier keine mitnehmen, leider. Hier könnten wir eine Resistenz gegen Fernkampfattacken. Ja, ja, komm. Ist dann vermutlich Gold wert, wenn es so weit dazu kommt. Ja, wir gehen weiter in den Turnarze hinunter und das Problem ist, warum mache ich sowas? Super geiler Soundtrack. Aber hier unten ist es halt leider wirklich saugefährlich. Gerade für Viecher, die sich auf dem Boden bewegen. Und hier müsste ich eigentlich den Typen mit der Kanone haben, habe ich aber leider nicht. Au. Jetzt auch Schweinekopf. Ja. Wegen diesen heißen Platten, die sind ziemlich ungeil. Da kommen noch die ganzen Nahkampfattacken hinzu. Fernkampf. Hier würde es bereits wieder runtergehen ins nächste Level. Ich verzichte bislang noch. Oh. Ein roter brennender Schädel haben wir gerade geunlocket. Ich habe es nicht auf die Steam-Errungenschaft geachtet. Wodurch? Moment. Ah, indem wir quasi den Ofen abgeschlossen haben. Die zwei Räume, da wir jetzt in diesem Raum sind und hier alles geklärt haben, denkt das Spiel, wir hätten das Level abgeschlossen, ohne unter 50% Leben zu fallen. Und somit haben wir die Errungenschaft freigeschaltet und können auch im Spiel einen neuen Gegenstand erwerben, so wie es aussieht. Oh, ich hasse die Dinger. Nun gut, sage ich natürlich nicht nein. Wow. Können sie nicht vorher spawnen, wenn die Flammen kommen? Hier könnte ich jetzt natürlich die Mine legen und selbst reinlaufen, was mir Schaden macht, aber zumindest das Zeug für mich öffnet, was viel hätte wert sein können. Oh, ich hasse die Dinger. Das Öl kann man übrigens irgendwie in den Band stecken. Mit einer speziellen Waffe oder durch Schicksal.
Ja, scheiße. Zeig sie mir halt noch, oder? Oh. Ging sogar. Cool. Au. Ah! Fuck! Ja, ich latsch halt noch rein. Okay, jetzt mal ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Einer nach dem anderen und nicht so ekelhaft durch den Boden spammen. Niemand mag Spammer. Au. Feuer, irgendwo kommt Feuer raus. Ja. Dynamit! Viele! Ah! Ja, ich latsch natürlich noch auf die heiße Plattform. Was denn sonst? Ich probiere das nochmal mit der Granate. Ich ziele jetzt in die Richtung und drücke Q. Wollt ihr mich verarschen? Okay, wir sind beinahe tot. Ich könnte halt mal auch meine Sekundärfähigkeit einsetzen. Wäre vermutlich viel wert. Oh shit. Oh, ein großer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geh weg. Nein, geht weg. Geht weg. Oh, ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin... Oh Gott, ich bin tot. Ich hätte fast überlebt. Nun, ich bin dennoch sehr zufrieden mit dem Run. Sehr zufrieden. Denn ich habe nun 4 Muttergen, welche sich entweder direkt investieren könnte. Zum Beispiel mit der eisernen Faust, welche mir ermöglicht, manche Objekte zu zerstören, die ich bislang nicht zerstören kann. Betonblöcke zum Beispiel. Also ja, Weihnachtsmarkt voller. Das ist natürlich auch geil. Wenn man Mutagen aufnimmt, erhält man ein weiteres Item von dem, das man gerade bei sich trägt. Also zum Beispiel mehr TNT, mehr Granaten, das ist genauso viel wert wie das. Unendlich TNT quasi. Ja, während man im Kampf ist, alle 2 Sekunden ein Leben regenerieren, jedoch Schaden nehmen unterbricht diese Fähigkeit, also ich weiß nicht so recht. Müssen wir aber sowieso nehmen für das, was hier noch kommt. Feinde in meiner Nähe nehmen automatisch Schaden, einen Schaden. Das ist so viel wert wie so eine Kettensäge, ich denke nicht allzu viel. 10% weniger Schaden, warum nicht, kann man machen. 10% Attacken ausweichen. Wir könnten sogar 2 Skills kaufen. Mit 10 Coins ein weiteres Leben kaufen, also quasi auf ein Viertel wieder hoch leben im Kampf, also wenn man stirbt. Yeah. Nicht meine erste Wahl. Man kann mehr Items finden, mehr Punkte. Weiß nicht, was mehr Punkte bringen. Aha, vielleicht das Verbessern zwischen den Leveln, das mag sein. Und ah,
jeder Feind hat eine 10% Chance, eine weitere Münze fallen zu lassen. Hm. Münzen sind eigentlich nicht schlecht. Münzen sind meistens gleich DNA. Aber ich würde sagen, ich spare tatsächlich ein paar diesen hier, weil dann kann ich mir sowieso mehr mitnehmen und... Ja, 23. Ja, noch 8 weitere solche Runs und wir haben da... Ja. Irgendwann dann. Aber jetzt vorerst werde ich ins nächste Spiel überwechseln. Ah, geht doch. Vielleicht noch mal gucken. Oh, Challenges. Ja, ein andermal vielleicht. Nein. Nein, nicht schön. Ich wollte die Bibliothek angucken. Library. Da bitte schön. Items, zeig mal. Bringt Gesundheit, ja, Schaden, Münze, Schlüssel. Das haben wir noch nicht. Mine. Schaden den Feinden, die wir berühren, zerstört alle Objekte, Granate. Wird auch nicht beschrieben, wie die verwendet wird. Was ist das? Feuerwerk? Cool. Sieht so aus. Und das hier alles. DNA ist bekannt. Bringt oder benutzt irgendein random Item. Ja. Zweischneidiges Schwert. Ergibt Leben. Sofort Mutation. Eine zufällige sogar. Oh, gar nicht cool. Karte. Ach, da sind noch ganz andere Sachen drin. Elektroschocker. Fliegt einem hinterher, macht Schaden aus der Distanz. Genau, tauscht die beiden Dinge aus. Da habe ich eine Zeit gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Zufälliger Effekt. Entweder volle Leben, Minimalleben, gibt eine neue Mutation oder Muttergen wieder auf Null. Embryo. Wiederbelebung. Einfache Benutzung. Einmalige. Schießt 2 Feuerbälle. Cool. Ja, schießt kleine Erbsen. Schaden. Schaden. Und greift näher kommende Feinde an. Hier ist noch einiges zum Freischalten. Das ist das eine Art Fledermaus. Und hier nochmal ein Embryo. Ein Boomerang. Noch ein Boomerang. Ein Schild. Eine Fleischkeule. Eine Banane. Ich weiß es nicht. Boah, Knarren. Cool. Könnte eine Fackel sein. Sieht man das eigentlich im OBS? Ich glaube, das sieht man gar nicht. Na, egal. Also, und... Tschüss.